Ah, hier vorne. Ich laufe gerade zum Questgeber. Hier vorne ist sowas wie so ein Ah ja, ich komme, komme. wie so eine Zwischenbase oder sowas. La 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 la. Bam 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 badabam. So, was haben wir denn? Wir haben abgenutzten Beutel. Ich glaube, der Beutel ist eigentlich nicht übel. Oder habe ich schon einen Beutel dabei? Mal kurz schauen. Nee, also nehme ich den Beutel mit. Obwohl, nee, obwohl. Diese Stiefel sind eigentlich auch nicht übel. Komm, ich scheiß auf den Beutel. Ich nehme die Stiefel. Ah, nee, die kriegen wir ja Marke beide. Ausbilder. Ah, die kriegen wir ja beide. Okay. Ich habe hier einen Magier-Ausbilder gefunden, Aldum, von der Ausbilder und so. Echt hier? Oh. Gibt schon. Aber das ist ja nicht übel. Cool. Ah, hier, Gebrauchswaren. Hier kann ich doch bestimmt meinen Kram verkaufen, was ich hier im Rucksack habe. Hast du schon vorgelesen hier diese Quest? Diese Nee, nee. Questaufgabe? Nee. Komm, ich lese kurz vor, wir wollen ja und so. Dieser Quellstein wurde benutzt, um den Bann zu schwächen, der Telerar vor Regulus beschützte. Diese Skeptiker-Verräter halfen König. Wie wird denn der jetzt wie. Aedraxis. Aedraxis, den Riss zur Ebene des Todes selbst zu öffnen. Durch die Rückgabe in unseren rechtmäßigen Besitz habt ihr die vigile Vaginaltablette geehrt. Ja. Ah, wir sind so gut. Haben die nur immer mit ihrer. Ihre Sache, du. So, ich habe jetzt mal ganzen Kram verkauft. Ich habe das Schwert angezogen, die eine Questbelohnung für vorhin. Und so, was ist jetzt die aktuelle Quest? Wir sollen rot gefärbte Felder besiegen, todesgebundene Schurken 2 Stück, dann Soldaten und Zauberer. Die sind's. Laut Minimap sollten die hier vorne, hier direkt an der Front irgendwo sein. Boah, da geht's ja hart ab. Geh mal ran hier an den Speck. Heilige Scheiße, sind schon Level 5. Also teilweise schon minimal höherstufig als wir. I think we're gonna die. Ich sehe da hinten einen Soldaten. Ich glaube, den werde ich jetzt gleich mal anstürmen. Dann bin ich mal gespannt, wie mein Schwert abgeht. Okay, Los! ein Schurken. Zu weit weg. Hä? Immer noch? Hier ist ein Nekromant. Dieser Nekromant ist so galant. Er ist so galant mit seinem Elefant, auf dem er reitet. Okay, ich habe einen Soldaten, Jenny. Ginny. Jenny. Jennifer, ich habe einen Soldaten. Jennifer. Jennifer. Hey, ich bin die Gulliver. Ich bin die Gulliver. Warum sprintet der Wichser nicht? Ach so, weil ich nicht markiert habe. Ihr seht Kirsam Dirm. Ich greife jetzt so ein riesiges Fettviech an. Mit der 5. Und dann mit der 4. Und dann mit der 3. Okay, Soldaten werden mal erledigt. Dann brauchen wir noch Zauberer. Wo sind die Zauberer? Die sind doch bestimmt hier auch irgendwo versteckelt. Die kleinen Schweine. Hier, Zauberer. Good night, bitch. Oh yeah. Wo rennen denn jetzt die Hackviecher hier hin? Was haben wir denn hier? Was ist das? Ah, den hast du. Ah, das war der Zauberer. Okay, es fehlen jetzt noch ein Zauberer und ein Schurke. Ich glaube, mal Ausschau halten, ob ich irgendwas finde. Also die sind ja Nekromanten, das ist was anderes. Bogenschütze. Wegelagerer. Schurke. Oh, da ist ein Hauptmann da vorne. Mir fehlt noch ein Soldat und ein Zauberer. Ich bin gerade. Ah, da rennt ein Soldat. Oh, Griff, aber ganz schnell, du. Boom, Schakalaka. Let's go, letzter Zauberer. Hui! Are you a wizard? Oh nein, er hat mir einen Dot reingeknallt. Ich krieg jetzt ein bisschen Damage. Aber alles cool. Ich find's auch ich find's ungewöhnlich, dass das Leben regeneriert. Das kennt man ja eigentlich so nicht. Also jetzt. Also ich kann es jetzt nur mit WoW vergleichen. Aber wir haben vorhin im Offline kurz drüber geschwätzt und es könnte natürlich sein, dass es nochmal die Anfangsphase so ist. Ja, ich denke, das geht wahrscheinlich bis Level 10 oder irgendwie sowas, bis die Noob, der Noob-Schutz rum ist. Das kann natürlich gut sein. Okay, Questabgabe in 118 Metern in diese Richtung. Also wieder beim Fest. Yay, auf hin. Auf und dahin. Alter, mein Schwert ist einfach dreimal so groß wie der Zwerg. Sieht geil aus. Ja, das Stäbchen, das ich hier in der Hand habe, ist auch nicht schlecht. Das ist schon, hat schon was. Ich freue mich schon auf Mounts und Flugtiere und so weiter, weil das ist das, was bei WoW hat bei mir das auch so einen Sammlerwert gehabt, ganz viele Reittiere zu sammeln und so.
Ich habe auch viel Gold ausgegeben im Auktionshaus, um irgendwelche Reittiere zu und so zu bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist, was es hier für eine Auswahl gibt. Ja. Auf jeden Fall cooles Zeug. Ja, genau, lese mal vor, sorry. Ich lese mal vor. Ich sehe, wir beide gehen die Dinge ähnlich an. Die Untotenlegionen, die auf unsere Bollwerke einschlagen, sind mir ein Genuss. Nichts liebe ich mehr, als zu sehen, wie ihre Knochen zu Staub verfallen und vom Matter, vom Wind verweht werden. So, die neue Quest. Cyril Kalmar möchte, dass ihr zu Tedeor betet. Ich will immer Theodor sagen, aber da steht eigentlich Tedeor. Um Zugang zur Auserwähltenhalle zu erlangen. Wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr Orphils Maschinen zerlegen, Orphil vertreiben und in der Auserwähltenhalle dann mit Botin der Vigile sprechen. Okay, an dieser Stelle, interessenshalber, eine kleine Frage. Findet ihr es in Ordnung, dass wir die Quest vorlesen, beziehungsweise die Zusammenfassung? Ich denke, die Zusammenfassung ist nicht so schlimm. Ja. Ist ja nicht so lang, die ist schnell vorgelesen und ich halte die Quest-Abgabe. Wenn es jetzt euch übertrieben nervt oder so und oder ihr sagt einfach, hey, zockt doch einfach, macht euren dummen Geschwätz, was ihr immer macht, aber nicht die Quests vorlesen, dann würden wir es natürlich weglassen, wenn jetzt mehrere Stimmen sagen würden, hey, lass mal weg, das ist total langweilig. Genau, meldet euch. Aber ansonsten genau. würden wir es einfach so beibehalten. Okay, ja. Cool. Wie geht's weiter? Benutzt. Ja, da hinten müssen wir zum Schrein vom Theo. Ich will direkt wieder zurück, ein paar Leute klatschen und jetzt müssen wir erstmal zum Theodor. Was ist hier los? Choice. Darf nicht wahr sein. Es ist manchmal wirklich unglaublich, was die einem zumuten hier. Ich war gerade letztens beim Theo, ich hab gesagt, Theo, hör mal zu. Theo, komm mal her. Theo. Dann hat er mir in die hingepumpt. Oh, wir werden irgendwo hingeportet. Ah, ja. Davon ist der. Du bist doch da. Oh, guck mal, man kann ja an der Maschine arbeiten. Man kann die abschalten, das ist dieser Strahl, den man da deaktivieren kann, sicherlich. Okay. Oh. Let's kill this bitch. Er sieht irgendwie wütend aus. I think he's dead. Oh. Ist das ein Freund oder ein Feind? Der da hinten? Nein, mein Experiment. Ich glaube, er klingt unzufrieden. Sein Experiment ist kaputt. Oh nein. Okay, cool. Oh, ist gestunt. Gestunt? Guck mal, wie er schreiend davonläuft. Ich kann doch nicht zerstören. Meines Tages werde ich die Auswahl nachbilden. Wie er ausflippt. Bock. Ob wir irgendwann mal auf den wiedertreffen werden, weil er eines Tages die Scheiße wiederholen will. Weiß das Nacht. Aber hier ist die Botin der Vagina. Ihr habt alles getan, was die Götter verlangten. Und nun verlangen sie noch viel, so viel mehr. Ihr müsst dazu bereit sein, euer Leben zu lassen, um Regulus durch den Bann zurückzustoßen. Neue Quest, Zusammenfassung. Botin der Vigile möchte, dass ihr zu Cyril Kalmar in die Tapferkeitsfeste zurückkehrt. Annehmen. Da gehen wir doch gerne zurück, aber die muss uns dann... Alter, bist du auch gerade so ein Leuchtball? I believe I can fly. Ich würde gerne so bleiben, so wie ich jetzt gerade bin. Ich fliege jetzt einfach zum Kyrill. Ah, das war's. Hier ist Kyrill Kalmar. Ich rufe gerade noch meinen tollen Hengst. Ich habe einen Beutel zu viel. Brauchst du einen Beutel? Ich habe noch einen Beutel, den ich nicht anziehen kann. Ich habe auch schon den Viererbeutel. Ich glaube, ich kann den auch nicht verwenden. Verkauf ihn einfach, wenn du magst. I'm gonna kill him. Das habe ich denn. Das Endding habe ich jetzt nicht vorgelesen. Das habe ich schon weggeklickt. Hoppala. Wonach sucht ihr? Also, Kalmar bittet uns beide, der Zaumzeug zu benutzen. Zaumzeug. Okay. Um auf den Theodorfeldern ein schattenberührtes Pferd zu reinigen. Was? Wir sollen. Ich habe vorhin irgendwas gesehen. Irgendwo war ein Pferd. Also, die sollen wir jetzt reinigen, Alter. Wir sind doch Krieger und keine Pferdeputz-Service GmbH. Und dann, Pferd waschen. Und dann auf ihm zu, den Stellen der Tapferkeitsfeste zu reiten. Wir dürfen gleich reiten. I wanna ride a cow. Ein Pferd. Denkst du, wir dürfen das Pferd behalten? Ich hoffe doch. Timothy, Jimothy, Pippi, Wo hast du dieses Pferd gesehen? Hier unten, es wird auch wieder markiert. Ah, ich sehe es gerade, okay, cool. Und da habe ich ein Pferd gesehen, vorhin schon beim Fighten. Ja, hier steht immer noch um Schatten gebürstetes Pferd. Jetzt geht's. Läutere es. Ich sitze drauf. Alden, look at this, bro. Alter Schwede, was für ein muskulöses Pferd. Guck dir den Arsch an, Alter. Heftig. Schön ja, durchtrainiert. Bauchpanel-Po-Training, erfolgreich ausgeführt. Auf jeden Fall. Ich schau grad, wo hier für mich ein Pferd. Ah, da vorne. Alter, mich greift hier irgendwas an. Hallo? Aldum. Jimmy! Ja. Mich greift hier auch was an. Hilfe, ich muss davon reiten. Ich weiß nicht, ob ich. Oh. Okay, zumindest ist die Agro jetzt nicht auf mich gelenkt. Alter! Das sind irgendwie viele, kann es sein?
Ich helfe dir mal, komm, dann ist... Achso, nee, nee, ich dachte bei dir. Bei mir ist alles cool. Achso, ja, ich... Mach dir keine Sorgen, ich werde das Pferd in Ruhe reinigen. Springt man dann automatisch drauf? Ah ja, cool. Ja, ja. Alter, heftig. Da ist wirklich gut durchtrainiert, dieses Pferd, also... Mein Pferd ist weg. Oh nein. Ich dachte, wir haben behalten das jetzt als Mount. Sowas fehlt in WoW, so ein ultra-realistisches Pferd, nicht irgendwie so eine Schildkröte, die man reiten kann, sondern... Oder so ein brennendes Pferd. Naja, einfach hier so ein realistisches, muskulöses Pferd, das wäre auch cool gewesen, aber nein. Ich meine, brennende Schildkröte, okay. Brennendes Pony? Ich wähle den schwachen Heiltrank. Ich möchte in die Tapferkeitsfeste. Oh mein Gott, Alter, was hat man hier für eine Axt als Belohnung? Wir haben Idee. Syl Kalmar möchte, dass ihr König... E3X am Auge des Regulus vernichtet. Das ist doch bestimmt diese komische da im Hintergrund. Diese Tentakeln, durchbrechender Schlag. Ich muss jetzt kurz noch gucken, ich muss mein Pferdchen anscheinend wieder rufen, weil ich jetzt. Ah, hier steht's. Leit mein Ross für den Kampf. Kann man hier von dem Kerlchen hier ein Ross ausleihen? Boah, geil. Ey, guck mal, das hat. Ich muss kurz zurückrennen und kurz gucken. Ich hab, da ich ja abgestiegen bin von meinem Pferd, kann ich die Quest nicht abgeben. Jetzt muss ich kurz. Gucken. Ach so, okay, du bist vorzeitig abgestiegen. Ey, das neue Pferd ist ja voll ausgerüstet, ey. Leck mich am Arsch. Das hat so ein riesen Horn vorne. Und es seht. Und hat eine goldene Rüstung an. Eine güldene Rüstung. Sie ist gülden. Gülden, ja? Wie ein goldenes Pferd. Ist gefällt mir. Na, oh, heftig, ey. Na, kommst du bei dem Arsch auf andere Gedanken? Oh, ja. Bei diesem Arsch. YouPorn. Pferdesex oder so. Als Titel für die Folge. So, ich hab den. Ja, das ist natürlich ein guter Titel, ich sag's mal so, ja. Ich hab jetzt auch ein Pferd, also ich gebe jetzt die Quetschke ab. Reite und reite und mein Pferd fliegt davon. Alter, wie du voll das gute Pferd hast. Das kann voll weit springen. Das kann weiter springen als Vivo meins. Seht euch diesen Krieger an. Er ist schon durch so manche Schlacht geritten mit der Brigitte. Brigitte. Bridget. Die Brigitte mit ihrer dicken Titte. Oh je. Okay. Oh Bridget. Oh Bridget Jones. Jetzt Gabra. Guck mal, die Arme nach hinten machen. Hui. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass wir da vorne hin müssen. Das finstere Auge. Das sieht schon so aus wie ein finsteres Auge, oder? Mit so Beinchen dran, die hin und her wackeln. Ja, oh, kommen wir da durch? Guck mal. Wir reiten einfach volle Pulle durch. Okay, einfach Vollgas. Yay! Oh, fuck! Hilfe! 9 FPS, was ist hier los? Alter. Okay, alles cool. Okay. Hey, Jenkins. Sieht irgendwie unangenehm aus. Das sind diese Aufseher. Let's kill these Aufsehers. Und der Rissgenerator. Ich glaube, da müssen wir irgendwie dran. Aber ich will mir nicht vorstellen, dass wir die Pferde jetzt für immer haben und so, oder? Das ist, Ich weiß auch nicht, das wäre zu cool, wenn wir direkt am Anfang so geile Pferde hätten. Wenn wir am Anfang geile Pferdeäpfel hätten, aber nein. Ich hätte gerne ein paar Pferdeäpfel im Gesicht. Ich hätte gerne Äpfel im Gesicht. Ja, was ist mit diesen Rissgeneratoren? Wie kann man die jetzt... Ich habe schon einen ausgemacht, ich mache den nächsten auch aus. Du musst auf jeden Fall absteigen, sonst geht das nicht. Ich wollte alles jetzt eben auf dem Pferd machen. Ah, ich sitze wieder drauf. So. Phase abgeschlossen. Der Tyrann. Weil wir die Rissgeneratoren zerstört haben. Was habe ich euch nicht bereits getötet? Das glaube ich nicht, Jonathan. Guck mal, den Dicken da neben mir. Ich bin ein dicker Mann. Mensch. Guck mal, die Frau. Was hat die denn für? Das ist doch die Sylvia. Das ist doch die Sailor Moon. Was macht die hier? Aber die kämpft doch. Ja, die kämpft ja für uns, Gott sei Dank. Alter, was ist das für ein Drache da hinten? Heilige Scheiße. Alter, ich will auch ein bisschen Drachenpower abbekommen, warte. Ah. Oh. Oh ja. Hm. Fehlen. Alter. Okay. Was hier? Oh, guck mal hier. Ach, du willst schon glauben, was da unten ist. Oh, ich seh's gerade. Mein lieber Scholli ist sehr gut bestückt. Mein lieber Scholli. Das ist ja richtig schade, den jetzt töten zu müssen. Naja, gut, okay. Das ist ja schließlich unsere Aufgabe. Was, mein Bastardbruder? Das ist Carvin. Wie er geschrien hatte, Kabel. Du bist doch verrückt! Er hat einfach seinen Bruder getötet. Ich glaube, er ist tot. Aber es war auch immerhin sein Bastardbruder, also von daher. Oh mein Gott, wir müssen erstmal gegen diese Hunde kämpfen. Was ist hier los?
Alter, böse Drachen. Ist auch gute Drachen. Boah! Er hat Blitz aber ordentlich eingeschlagen. Mal helfen uns diese Leute hier nicht so, doch, die helfen. Ich glaube, die feuern uns einfach an, die gucken zu. Ach du Scheiße, nochmal so fette Viecher, was ist hier los? Oh, große Viecher. Also, Ettin ist ja gleich hin fort. Zack, weg ist er. Ich kann nicht nix. Guck mal, ich streichle den seine Füße mit meinem Pferd. mit meinem Schwert. Ich hab mein Pferd in der Hand und schlag damit. Die Leute. Du hältst das Pferd fest und schlägst mit dem Pferd auf ihn drauf. Und das Pferd hockt auf dem Schwert drauf und schneidet sich die ganze Zeit. Fick. Können wir jetzt das Ding bekämpfen? Ah, da ist ja schon tot. Hey, das ist ja fast schon zu leicht. Witzlos, ist das witzlos? Das Ziel ist bereits tot von mir. Shit. Oh mein Gott. Und Helara dadurch vor dem Untergang bewahrt. Ja. Doch die Gefahr bleibt bestehen. Seht jetzt die Prophezeiung. Die Brut lebt. Kleine Drachen werden auf Gebäuden sitzen und leben. Der Bann bricht. Und die Welt bricht. Gedenkt der Prophezeiung der Risse. Wir haben euch auserwählt, die Apokalypse zu verhindern. Geht mit dem Segen der Vigilie. Oh yeah. Okay. Ach, guck mal hier. Neue Umgebung? Schick. Vielleicht ein guter Plan, um eine Pause einzulegen, kurz. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier diese Session etwas kürzer. Wir schauen mal kurz rein, wie das Videomaterial so aussieht. Okay, also, denkt dran, wenn ihr es nicht bis dahin schon gemacht habt, kommentiert mal, wie ihr das Ganze so findet. Vor allen Dingen mit den Quests vorlesen und so weiter. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alla, ciao.